Lena träumt, was die Zukunft ihr bringt. Von der Freiheit im Wind, von der Sonne am Meer. Von dem Paradies, das sie liebt, das sie niemals hergibt. Und sie freut sich so sehr auf das, was Lena heute noch erleben wird mit ihrem wilden Pferd. Wow! Lena trabt und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal. Lena lacht, die Welt wird heller. Lena reitet immer schneller. Das Glück hört auf den Namen Mistral. Wir müssen für unseren Auftritt noch kräftig trainieren. Ich weiß, mein Junge, und ich kann es kaum erwarten, eure Show zu sehen. Na, jedenfalls haben wir noch das ganze Wochenende zum Üben. Unsere Eltern lassen uns auf der Ranch campen. Und dank der Werbung, die wir gemacht haben, wird's rappelvoll. Und von den Eintrittsgeldern, die wir kassieren, können wir Roccos Zahnbehandlung bezahlen. Besonders, weil ich bei der Show mitmachen werde. Hä? Was? Na klar, ich habe auf Rocco immerhin reiten gelernt. Also werde ich ihn jetzt, wo er uns braucht, nicht im Stich lassen. Stimmt's, Rocco? Er kann nicht mal mehr kauen. Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Solange du auf den Zahnarzt wartet, hat dir Marie-Pierre Möhren geraspelt. Hier, Rocco, das ist für dich. Danke für eure Hilfe. Ich muss sagen, es ist wirklich lieb von euch. Kein Ding. Wir finden super, was sie alles für die alten Pferde auf dem Weidehof tun. Ich könnte doch die Dressurnummer mit dir machen, Angelo. Oder soll ich lieber bei deiner Wildpferdnummer mitmachen, Lena? Hey, glaubt ihr, ich bin ein Anfänger? Mit meinem Bilbo bin ich ein Profi. Mit ihm schaffe ich alles. Also, was jetzt? Sag mal, Seilspringen, kannst du das? Na und ob. Juhu, ich werde dich nicht enttäuschen. Hey, Bilbo! Stimmt, mit ihm schafft er alles. Sogar Enten jagen. Ich weiß nicht, was er zur Zeit hat. Wir treffen uns auf der Ranch am frühen Nachmittag. Beeil dich und bring Bilbo rein. Wir kommen sonst noch zu spät zum Turnier. Ich gehe nicht mit. Heute Nachmittag habe ich eine Probe. Ich mache bei der Show von Lena mit. Papa ist einverstanden. Du hast recht. Spiel schön den Dorftrottel mit deinem blöden Pony, das alles jagt, was fliegt. Wir sind keine Dorftrottel. Wir helfen Rocco. Das ist wichtiger als deine Turniere. Und Lena wird Bilbo mit ihrem Pferdeflüster-Superkräften behandeln. Ach, Einsatz für Super Lena, ja? Galopp! Langsamer Galopp! Wow! Und das alles, obwohl du Mistral nur mit der Stimme führst. Das ist gar nicht so schwierig. Wir sind eben auf einer Wellenlänge. Erdbeeren! Finger weg, ihr Naschkatzen! Die brauche ich alle für meine Dressurnummer mit Jojo. Er liebt Erdbeeren, so kann ich mit ihm machen, was ich will. Dann mal los. Achtung, passt auf. Jojo? Für wen sind denn die leckeren Erdbeeren hier? Hä? Mutti! Das war eine großartige Nummer, echt. Hey! Mistral! Vorwärts! Lauf! Da kommt ein Zug! Oh nein!
den Zaun eingerissen. Durch den Düsenjet ist er ausgetickt. Ich gehe noch mal zu ihm. Mistral! Du solltest ihm lieber nicht zu nahe kommen. Mach dir keine Sorgen. Ich kenne ihn. Hör mal, das könnte eine ganze Weile dauern. Ist schon klar, Lena. Ich lasse euch allein. Ich kann ja so lange Nico und Anna helfen. Dieses Flugzeug hat einen furchtbaren Krach gemacht. Ich verstehe, dass du Angst hattest. Aber es ist jetzt vorbei. Es ist alles in Ordnung. Im Schritt. Juhu! Sehr gut, Anna. Bleib konzentriert. Die Beine leicht angewinkelt. Wow. Voll der Hammer. Darf ich das auch machen, ja? Wieso nicht? Du brauchst ein zweites Reittier, das so groß ist wie dein Pony. Wie wär's mit Otto? Otto, der Esel? Oh nein! Sitz, Jojo! Wow! Bilbo, nein! Hey, weißt du was, Kevin? Dein Pony gefällt mir. Wollen wir zusammen einen Auftritt machen? Klar, machen wir gern. Mistral, ich weiß, dass du Angst gehabt hast. Erinnere dich, als wir uns kennengelernt haben, hattest du auch furchtbare Angst. Aber wir zwei sind damit fertig geworden. Hab Vertrauen. Oh. Mistral! Lena? Hm? Ah, hallo Kevin. Hast du mit den Proben angefangen? Weißt du, Bilbo verjagt alles, was fliegt und damit ruiniert er immer alles. Könntest du ihm mit deinen Kräften nicht irgendwas flüstern, damit er damit aufhört? Zuerst kümmere ich mich um mein Pferd. Danach helfe ich dir aber mit Bilbo, versprochen. Super, ruf mich, sobald du mit Mistral fertig bist. Absolut top, Anna. Und Sprung! Hep. Ja! Und? Ich kann mich ihm nicht mal nähern. Ich habe mit ihm geredet, geflüstert. Nichts. Er hat sogar nach mir ausgeschlagen. Was? Er wirkt beinahe verrückt. Was mache ich denn jetzt? Du bist eine Pferdeflüsterin. Du wirst ihn schon beruhigen, da bin ich mir sicher. Er hat sich furchtbar erschreckt. Du musst ihm einfach nur mehr Zeit lassen. Ich muss nach Hause. Ich habe da eine Idee. Das verrückte Pferd. Es war doch kein Traum. Opa hat ein wild gewordenes Pferd geheilt. Das wild gewordene Pferd eines Stiertreibers griff völlig grundlos seinen eigenen Reiter an. Es galt schon als verloren. Monsieur Steiner hat sich 2 Tage mit ihm zurückgezogen und nach ihrer Rückkehr war das Tier geheilt. Wie hast du das gemacht, Opa? Wie hast du es geschafft? Wenn du noch hier wärst, würdest du mir sagen, wie ich mit Mistral umgehen soll. Na los, lauf schon! Hier, versuch's damit. Hä? Ja, es funktioniert! Ja! Autsch! Alles gut, Kevin? Ob Mistral andere Pferde in seiner Nähe akzeptiert? Ich geh mal zu ihm. Ach, hey, da kriegt man ja richtig Angst, vor allem ohne Lena. Lassen wir das. Wenn wir die Pferde zu Mistral stellen, könnt ihr ihnen was antun. Wir stellen sie lieber in den Longierzirkel. Was ist, wenn Lena es nicht schafft, ihn zu heilen? Ach komm, Lena schafft alles als Pferdeflüsterin. Ich komme wohl gerade richtig zur Mittagspause. Hm. Lena, Mistral wird immer aggressiver. Dein Vater sollte ihn sich ansehen. Wenn er ihn in diesem Zustand sieht, wird er ihn mir wegnehmen. Seht mal, mein Großvater hat ein Pferd behandelt, das sich so verhalten hat wie Mistral jetzt. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich find's raus. Er hat wohl Tagebuch geführt. Ich kann Mistral heilen. Viel Glück, Lulu G. Signal! Oh, Hilfe!
gibst du nicht mehr so an, Jojo, was? Wie du mir beibrachtest, mit Pferden zu sprechen. Die Freiheit ist das wertvollste Gut des Pferdes. Spinnst du? Was ist denn mit ihr los? Mistral, ich bin es, Lena. Ich will dir nichts Böses, das weißt du. So, ganz ruhig. Lass mich näher kommen. Ich liebe dich doch. Oh. Lena, Vorsicht! Das ist nicht möglich. Mistral, was ist los? Was hast du? Es ist meine Schuld. Ich hätte Bilbo nicht in meine Nummer einbauen dürfen. Ich wusste, dass er Jojo hinterherjagen würde. Das war leichtsinnig. Nein, das Problem hier ist Mistral. Er ist zu gefährlich, um auf der Ranch zu bleiben. Lena, wir müssen deinen Vater informieren. Lasst mir wenigstens bis heute Abend Zeit. Falls es mir bis dahin nicht gelungen ist, Mistral zu helfen, rufe ich meinen Vater an. Oh nein! Du kannst es schaffen. Als du Mistral damals gefunden hast, war es schwerer, aber du hast es geschafft. Er war wild und verängstigt, aber diesmal ist es anders. Er ist aggressiv und greift ohne Grund an. Doch du kennst mich, Anna. Ich werde alles versuchen. Ich gebe ihn nicht auf. Ich liebe dich so sehr. Wenn ich nur wüsste, was ich tun soll, damit du wieder zu mir zurückkommst. Es war nicht nur seine Schuld. Es lag ja auch an Bilbo und seinem blöden Vogeljagen. Hauptsache ist, dass er dich nicht verletzt hat. Ich weiß, es passt gerade nicht. Aber könntest du dir mal Bilbo ansehen? Ich mache mir Sorgen um ihn. Er ist einfach außer Rand und Band. Er ist auf Mistral losgegangen, aber genauso gut hätte er gegen eine Mauer rennen können. Ich krieg ja nicht mal mehr Kontakt zu meinem eigenen Pferd. Und? Deine Superkräfte als Pferdeflüsterin? Meine Superkräfte? Die scheinen verschwunden zu sein. Das stimmt gar nicht. Du bist eine Zauberin. Ich war da, als du Bonbon behandelt hast. Er schien auch wild geworden zu sein. Komm, Lena, versuch's wenigstens, bitte. Na gut. Also, Kevin, wann hat es angefangen mit dieser Vogeljagerei? Weiß nicht genau. Früher hatte er immer Angst, wenn er eine Ente gesehen hat. Und ich musste große Umwege reiten, das war nervig. Aber dann, bumm, fing er einfach an, sie zu jagen. An dem Tag? Hat es dir gereicht? Die Umwege waren dir zu viel. Da hast du Bilbo gesagt, geh weiter. Das stimmt, ja. Ich hab mich aufgeregt. Woher weißt du das? Bitte, Anna, könntest du Jojo zu mir bringen? Aber gern doch. Jojo, komm mal her! Ganz ruhig, Bilbo. Vögel können dir nichts tun. Sieh doch, du bist frei. Nichts und niemand zwingt dich, Jojo anzugreifen. Vertrau mir. Dieses Tier ist keine Gefahr. Und jetzt, Kevin, streichle Jojo und sprich leise mit ihm, ja? Was soll ich ihm sagen? Was du willst, aber pass auf deine Hände auf. Der schnappt gerne zu. Hallo, kleines Entchen. Mein Name ist Kevin. Warum bin ich der Einzige, den Jojo nicht mag? Ganz brav, Bilbo. Guck mal, sie sind Freunde. Ist alles in Ordnung. Ah!
wie hast du das gemacht? Als du Bilbo damals gezwungen hast, weiterzugehen, obwohl er vor der Ente Angst hatte, hast du bei ihm eine Aggression ausgelöst. Und wenn er Angst hat, greift er an. Du bist die Größte. Die Freiheit ist das wertvollste Gut des Pferdes. Jetzt verstehe ich, wenn das Pferd der Gefahr nicht mehr entfliehen kann, dann wird es verrückt. Verrückt vor Angst. Ich dachte, es lag am Düsenjäger. Dem schrecklichen Krach. Aber ich habe mich geirrt, komplett geirrt. Es war der Strick, der dich an der Flucht gehindert hat. Der Strick, der dich gezwungen hat, auf der Ranch zu bleiben. Der Strick, der dich immer noch festhält. Durch diesen Strick kannst du nicht fliehen. Du bist immer noch gefangen und das verstärkt deine Angst noch. Ich weiß, wie wir Mistral helfen. Wir müssen ihm ermöglichen, zu fliehen. Ist das dein Ernst? Ich verstehe. Aber er ist so aggressiv, dass wir ihn nicht in die Nähe von anderen Tieren lassen können. Genau das hat mein Opa mit dem kleinen Karmak-Pferd getan. Er ist mit ihm weggegangen und hat ihn freigelassen. Und als sie zurückgekommen sind, war das Pferd geheilt. Aber das ist super riskant. Er wird alles angreifen, was ihm begegnet. Wir müssen auf Lena hören. Sie ist eine Pferdezauberin. Sie weiß, was sie tut. Ich bitte euch, vertraut mir. Gebt uns diese letzte Chance. Ich schlag dir was vor. Wir lassen ihn frei, lenken ihn Richtung Sümpfe und folgen ihm von Weitem. In den Sümpfen ist niemand, da haben wir nichts zu befürchten. Ja, danke. Du bist frei. Ja, lauf! Als ich Mistral zum ersten Mal gesehen habe, hatte er Verletzungen am Hals. Die stammten von einem Strick. Er hat damals bestimmt Schlimmes durchgemacht. Und jetzt sind mit einem Mal all seine Ängste zurückgekommen. Und dann haben wir den Fehler gemacht und ihn wieder angebunden. Dadurch haben wir ihn erneut gefangen gehalten. Er konnte nicht fliehen. Deshalb ist es so weit gekommen. Hier ist es ungefährlich. Mistral kann keinen Schaden anrichten und niemanden verletzen. Soll ich bei dir bleiben oder nicht? Das betrifft nur Mistral und mich. Ist schon viel zu lange weg. Sie müsste längst zurück sein. Lena, du hast es geschafft. Wie hast du es geschafft? Sag's uns. Pferdeflüsterinnen-Geheimnis. Hey, heute Nachmittag steigt doch die Vorstellung für den Weidehof. Seid ihr bereit? Ein Dorftrottel unter Dorftrotteln. Oh! Und nun
nun, hochverehrtes Publikum, das große, das schreckliche, das wilde Sumpfmonster. Na los, Jojo, der Fürchterliche. Spring durch den Reifen. Oh, 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 hey, Hilfe, Hilfe. Nein, den weißen Mutti. Nimm mich mit. Na also, da fällt dir nichts mehr ein, was? Tada! Hilfe! Verschone mich! Hör auf! Siehst du, Bilbo ist geheilt. Vögel machen ihm jetzt gar nichts mehr aus. Ich hatte dir doch gesagt, dass Lena Superkräfte hat. Tada! Vielen, vielen Dank. Dank euch hätten wir jetzt genug Geld, um all unsere Pferdegäste zum Zahnarzt zu schicken. Du wirst schon sehen, Rocco. Beim Zahnarzt tut es gar nicht weh. Oder zumindest fast. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal. Lust auf einen Ausritt am Strand? Klar! Ja. Wow! Lena trat und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal. Lena lacht, die Welt wird heller. Lena reitet immer schneller. Das Glück hört auf den Namen Mistral. Und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal.